Hallo, willkommen zu einer neuen Ausgabe Wild Kitchen. Heute sind wir in Meißen auf dem Weingut Rotes Gut. Und da probieren wir heute mal die Weine und den F4 Grill für unser Jubiläum am 12.8. im Sweetest. Und schauen wir mal, los geht's. Also ich bin jetzt hier in der Weinkellerei, neben mir der Geschäftsführer und Winzer Tim Schrasser. Und seit 2010 hast du das hier gekauft und ihr seid ja noch ganz schön im Umbauen und Aufbauen. Ja klar, also jeden Tag haben wir ja was zu tun. Entweder wir müssen hier Mauern neu setzen oder wir müssen ja, einen Dachstuhl decken. Also da ist immer gut Arbeit dabei. Auch im Weinberg da drückt natürlich die Arbeit jetzt. Die Vegetation, alles wächst und wir müssen sehen, dass wir zur Rande kommen mit Durchstecken und allem. Aber jetzt trinken wir erstmal einen Schluck Wein, würde ich sagen, von unserem Rosé. Zum Wohl. Sehr gut. Ja, ein bisschen Spätburgunder, ein bisschen Regent drin, also eine schöne schmelzige Sache. Schmeckt sehr gut. Der wird bestimmt dann später gut zu euren Sachen passen, die ihr dann oben auf dem Grill für uns anfertigt. Ja, und natürlich auf dem Gut, trotz dass wir hier viel arbeiten und so, machen wir natürlich viele Veranstaltungen. Also wir haben Tag des offenen Weinguts, wir haben hier ein Hoffest, ein eigenes, wir haben einen Weihnachtsmarkt, den wir hier machen. Also da ist echt eine Menge los bei uns. Ist gut was zu tun, ne? Ja. Da bedanke ich mich, Tim. Ich muss jetzt hoch zum Henry. Wir müssen ein bisschen den Grill ausprobieren und Dankeschön. Dann wünsche ich euch viel Erfolg. Wir haben jetzt hier die ersten Komponenten von unserem ersten Gericht zusammengelegt. Da haben wir einmal gegrillten Pastinaken, den haben wir roh mariniert. Dann ein eingelegtes Dry-Aged Rinder-Entrecot, ein Ballrib und ein Kalbskarree. So, jetzt haben wir hier noch unsere Salak. Das sind thailändische Früchte, wird auch Schlangenlederfrucht oder Schlangenhautfrucht genannt. Die legen wir einfach auf den Grill, um die indirekt zu grillen. Kriegen die nochmal, die ziehen durch und kriegen nochmal ein schönes Gararoma, ein schönes Raucharoma. So, ich kümmere mich hier um die Jakobsmuscheln und hier habe ich eine Sauteuse aufgestellt, wo wir gleich noch ein bisschen Pilze drin braten werden. Jetzt habe ich hier unseren Croton de Chavignol. Das ist ein gereifter Ziegenkäse mit Blauschimmel. Und den legen wir uns auch einfach mal ein bisschen auf die Platte. Lassen den auch ein bisschen gar ziehen, dass er auch ein bisschen Grillaroma kriegt. Dann haben wir hier unseren Pancake-Teig. Der besteht aus Lavendel und Brombeer. Frische grüne Pfefferbeeren. Die haben wir hier schon gemahlen. Dann verfärben die sich halt. Und die machen wir jetzt nur eine ganz kleine Spur drüber, weil die sehr intensiv sind. Das Schöne ist halt an diesem Grill, dass man hier nicht nur drauf grillen kann, man kann auch es wie eine ganz normale Pfanne benutzen. Das heißt, man kann Gemüse drauf grillen, man kann Ziegenkäse drauf braten, man kann Gemüse drauf braten, süße Krebs, also es geht eigentlich alles möglich mit diesem Grill. Dann grille ich hier noch kurz Thai-Spargel an, den ich dann asiatisch mariniere mit Sweet Chili Soße und ein bisschen Sojasauce. So, jetzt richten wir hier unseren Käsegang an. Da haben wir hier einmal unseren Lavendelcrepe, den wir natürlich auch auf dem Grill gebastelt haben. Dann haben wir hier unseren zerlaufenen Croton de Chavignon. Das Schöne an dem Gericht ist halt, wir haben hier einen Käsegang, der halt wirklich fast nur aus warmen Zutaten besteht oder lauwarmen Zutaten. Und das gibt nochmal eine ganz andere Aromenvielfalt. Haben wir hier noch ein bisschen Zwiebelasche und zack, haben wir unsere zwei Käsegänge fertig. Ich sitze jetzt hier mit der Sommeliere, mit der Anne aus der Weinkellerei Tim Schrasser und habe dir jetzt so mal unseren Dessertgang für den 12.8. vorgestellt. Was könnte man dazu für einen schönen Wein machen?
Ja, also ich würde dir unseren Muscaris empfehlen. Unser Muscaris ist eine Neuzüchtung. Das ist eine Züchtung aus Solaris und Muscatella. Ist nicht ganz so schwer wie so ein typischer Muskatwein. Aber ich habe den jetzt extra ausgesucht, gerade weil wir hier einen Käsegang haben. Und der Muscaris, der fügt sich halt wahnsinnig gut zu dem Käse. Und deswegen, ich würde den einfach gerne mal einschenken. Super, gerne. Und dann können wir den ja zusammen probieren. Also als nächstes kommt jetzt unser Klassiker, das ist ein Dry-Aged Beef, was wir ganz normal jetzt gegrillt haben, mit Pastinake und Brombeere. Und da bin ich mal gespannt, was du dazu uns empfehlen würdest. Ja, also bei eurem Jubiläum darf natürlich unser Rosé nicht fehlen. Das ist eine Cuvée aus Spätburgunder, Regent, Dornfelder und Frühburgunder. Der prickelt auch ganz leicht, der ist sehr fruchtig. Und ja, den probieren wir jetzt. Und ich denke, dass der zu eurem 10-jährigen Jubiläum super ankommen wird bei den Gästen. Und da bringt der Henry uns auch schon unser Essen. Dankeschön. So, dann lassen wir es uns mal gut gehen. Jetzt kommt unsere Jakobsmuschel. Dazu haben wir bestimmt auch noch einen schönen Wein, denke ich, hoffe ich. Klar, da haben wir uns was ganz Besonderes einfallen lassen, und zwar ist das unsere vierte Generation. Das ist eine Cuvée aus Spätburgunder und Frühburgunder, aber nicht als Rotwein, sondern weiß gekeltert und das nochmal verschnitten mit Grauburgunder. Jetzt gerade so für den Sommer braucht man nicht so einen kräftigen Burgunder, sondern da kann es gerne mal ein bisschen was Leichteres sein. Und den würde ich dir zur Jakobsmuschel empfehlen und den würden wir dann auch gerne zum Jubiläum bei euch mit ausschenken. So, dann probieren wir mal. Also, zum Wohl. So, wir genießen jetzt hier noch den Sommerabend und ich bedanke mich, dass wir hier sein durften, die Weine probieren durften, den F4-Grill ausprobieren durften und wir sehen uns ja dann am 12.08. zu 10 Jahren Vitesse. Wir sind definitiv dabei. Auf einen schönen Abend.